Kraft eines Wortes. Michel, oft sagte ich es schon, was du versprichst, musst du halten. Ja, Trainer, aber das ist doch nur so gesagt. Es war im Zweiten Weltkrieg in einer deutschen Stadt ein Bombenangriff. Alle zitterten in den Häusern. In einer Wohnung verkrochen sich zwei kleine Brüder unter einem Tisch. Es krachte überall fürchterlich. Die Jungs begannen zu beten. O lieber Gott, wenn ich groß bin, werde ich Priester. Nur lasse mich am Leben. Der Angriff ging vorüber, der Krieg auch. Die Kleinen blieben unversehrt und die Eltern zogen mit ihnen nach Argentinien. Die Kinder besuchten die Schule und danach gingen sie zur Arbeit. Eines Tages legte Marco seine Papiere im Büro auf den Tisch und sagte: Chef, ich verabschiede mich, ich werde ein Seminar besuchen und mein Versprechen einhalten. Was? Du bist ja verrückt. Nein, er war nicht verrückt. Er hatte sein Wort halten wollen. Er wurde ein vorbildlicher Priester, dem das Opfer zunächst wahrlich schwer gefallen war. Er baute eine große Kirche und daneben eine Primar- und Sekundarschule mit Turnhalle. Aufgabe. Wenn du etwas Gutes versprichst, so vergesse es nicht. Ich glaube an mich und halte mein Versprechen und esse nur einmal am Tag Honig.